Also Paul Jauch ist ein bekannter Zeichner und Maler und hat hier gewohnt. Das war sein Elternhaus hier. Er war aber vorher viel auswärts überall gewesen. Und er ist aber dann hierher gezogen. 1870, glaube ich, ist es im Besitz der Familie Jauch übergegangen, hier das Haus. Also es war Eigentum der Familie Jauch. In diesem Haus die erste Apotheke in Ehningen. Also er hat auch eine ganz lange Geschichte schon. Und 1990 wurde da der Freundeskreis Paul Jauch und das Museum gegründet. Und ein Herr Baumann hat es erstmal geleitet und heute führt die Frau Brandt als Vorsitzende. Und wir haben, also hier oben, das ist belassen worden, so wie er gelebt hat. Und in den unteren Räumen, da gestalten wir Ausstellungen mit bekannten Künstlern. Das ist zwei-, dreimal im Jahr. Wir freuen uns auch immer, dass wir immer mehr bekannt werden inzwischen. Die Leute kommen von Tübingen, von Reutlingen und so weiter.